erledigt dann der Virus. Und stell dich schon mal darauf ein, dass es bei dir in Kürze vor Wachen nur so sind. Das war zu erwarten. Was hoffst du hier zu erreichen? Ich gebe den Leuten das Recht, für sich selbst zu entscheiden. Ach, Faith, ist dir nie in den Sinn gekommen, dass die Leute Reflection wollen? Ja, weil sie die hässliche Wahrheit nicht kennen, nur ihre Lügen. Oh ja, die Wahrheit ist immer hässlich, wie du sehr wohl weißt. Es ist die Arbeit deiner Mutter, gegen die du hier ankämpfst. Das hier wollte sie nie. Sie haben alles pervertiert, woran sie geglaubt hat. Woher weißt du, was sie wollte? Du warst ein Kind. Du bist noch immer ein Kind, das mutwillig alles um sich herum kaputt macht. Ich habe deiner Schwester versprochen, dich am Leben zu lassen. Gib auf und dir wird nichts passieren. Niemals. Gesuchtes. Das hier ist Schwert. Ich hätte dich mit deinen Eltern töten sollen. Das war's, Kruger. Ihre Kontrolle endet jetzt. Bei Reflection geht es nicht um Kontrolle. Es geht ums Überleben. Ja, um Iris und das der Familien. Es wird Zeit, dass ihr alle aussterbt. Wenn du Reflection zerstörst, tötest du auch deine Schwester. Nein, ich befreie sie. Wohl kaum. Isabel hat eine chronische Lungenkrankheit. Dank Reflection haben wir sie sehr gut im Griff. Zerstörst du es? Ach ja? Tue ich das? Nun, du hast sie schon mal fast getötet. Jetzt kannst du es zu Ende bringen. Zurück. Alle um dich herum sterben, Faith. Hast du je in Betracht gezogen, dass du daran schuld sein könntest? Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Freunde getötet. Du hast Noah getötet. Da! Worauf wartest du noch? Stopp das Ding! Mit mir.
Und meine Schwester. Ich habe keine Schwester. Du hast mich verlassen. Cat, ich... Er sagte, du wärst gestorben. Wie Mom und Dad. Ich habe nur noch geweint. Dann redete ich mir ein, du hättest nie existiert. Es war der einzige Weg. Er hat unsere Eltern getötet. Ich hab's gesehen. Genau wie hunderte andere, nur für Reflex. Isabel, komm, wir gehen. Du musst nicht tun, was er sagt, Kate. Du entscheidest für dich selbst. Deine Geduld ist am Ende. Feuer! Und so endet die Geschichte. Ich würde gerne sagen, alles änderte sich. Dass sich die Arbeiter wütend erhoben und Reflection und das Konglomerat in Frage stellten. Aber es gab keinen Aufstand. Keine Proteste in den Straßen. Krugersek behielt die Kontrolle. Das Leben blieb, wie es war. Beinahe. Denn etwas hatte sich verändert. Wir hatten etwas begonnen. Und wir bringen es zu Ende.